In einer kleinen Stadt lebte eine Frau namens Emily. Sie hatte einst Glück und Freude gekannt, aber das Schicksal hatte ihr Leben getroffen und sie gebrochen zurückgelassen. Ein Unfall hatte ihren geliebten Ehemann und ihren kostbaren Sohn entrissen und sie unfähig gemacht zu gehen. Ihre Beine, einst stark und agil, waren leblos geworden und hatten ihren Zweck verloren. Tage vergingen zu Wochen, Wochen zu Monaten, und Emily fand sich in der Dunkelheit ihrer eigenen Verzweiflung gefangen. Sie hatte den Lebenswillen verloren, denn sie glaubte, dass für sie nichts mehr in dieser Welt übrig war. Doch an einem schicksalhaften Tag fand ein Funke Hoffnung seinen Weg in Emilys trostloses Dasein. Ein kleines rotes Kätzchen schlüpfte durch das offene Fenster ihres kleinen einsamen Hauses. Sein Fell glänzte im Sonnenlicht und seine verspielten Augen funkelten vor Neugier. Die Neugier begann in Emily zu erwachen und durchbrach langsam die Mauern ihrer Trauer. Sie begann, eine Untertasse Milch ans Fenster zu stellen und Tag für Tag kehrte das Kätzchen zurück, wurde allmählich zärtlicher gegenüber seiner unerwarteten Wohltäterin. Während das Kätzchen seine täglichen Besuche fortsetzte, begann innerhalb Emily eine bemerkenswerte Verwandlung. Sie wartete gespannt auf seine Ankunft und fand Trost und Gesellschaft in diesem kleinen Wesen. Das Gewicht ihrer Trauer begann nachzulassen. Auch wenn nur für kurze Zeit, während sie über die verspielten Streiche des Kätzchens lachte und ein Hauch von Glück in ihr Leben zurückkehrte. An einem Nachmittag, als das Kätzchen sich auf Emilys Schoß kuschelte, spielte es spielerisch mit ihren Beinen. Ein plötzlicher Schmerz durchzuckte ihren Körper. Erstaunt erkannte sie, dass ihre Beine, die so lange taub gewesen waren, immer noch die Berührung der Welt spüren konnten. Tränen stiegen in ihren Augen auf, als ihr die Erkenntnis überkam, dieses kleine Kätzchen hatte nicht nur Freude gebracht, sondern auch die Erinnerung daran, dass sie noch am Leben war, noch fähig zu fühlen. Mit erneuter Entschlossenheit begann Emily eine Reise der Genesung. Sie suchte Ärzte, Therapeuten und Spezialisten auf, die ihr helfen konnten, ihre Fähigkeit zu gehen zurückzugewinnen. Monate vergingen zu Jahren und Emilys Beine gewannen an Kraft. Sie lernte wieder zu gehen, Schritt für vorsichtigen Schritt, unterstützt von den Erinnerungen an ihren Ehemann und Sohn sowie der Liebe des kleinen roten Kätzchens, das zu ihrem treuen Begleiter geworden war. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.